Oh, grüß euch, Leidl. Willkommen zum dritten Part von Skyland Let's Play in Klammer Together Skylanders Swap Force. Naja, und ich muss eigentlich dabei gleich was Schaden ist so. Genau. Am Popform habe ich. Er treibt auf die Spitze. Ja, dann habe ich bei einem DLC dazu gekriegt. Naja. Ich sag's mal so. Das DLC werde ich auch machen. In der gewissen, wenn es dann so, halt so ist. Ja, ich trainiere halt jetzt nur mein Skylander. Ich weiß, dass das nicht sehr vorteilhaft ist. Ist ja so wie im Pokémon am gescheitsten. Wenn man viel verschiedene trainiert, aber. Ich hab's bis zur vorletzten Stage durchgezogen, allein. Danach ist der Lore erst bei einer Stage. Halt. Vier Stages hätte ich noch gebraucht. Hab ich wirklich immer nur denkt nochmal. Habe ich nie ein Problem gehabt. So, und dann schneide ich wieder aus. So, ich habe keine Ahnung, was wir da sehen. Gut, und jetzt? Was ist wieder? Ach so. Ah, das ist eine lange Mission, aber das ist cool. Einfach A gedrückt halten. Naja, dann hast du es. Dann hat man es schon. Da muss ich ehrlich sagen, die dauert mir zu lang. Weil ich die Zeit im Blick behalten mag, also mag ich Teile davon ausschneiden. Aber nur Teile. Sowas zum Beispiel lassen wir drinnen. Scharfschütze. Gut, jetzt schneide ich mal kurz. Und jetzt kommt wieder was Interessantes, auch wenn sie das so dumm erhört oder nicht so dumm ausschaut, wenn ich das die ganze Zeit so mache, aber kürzere Parts heißt erstens mehr Parts, zweitens schnellere Parts und drittens ich krieg so gesehen von weil ich mir jetzt entscheiden kann, was ich aufnehme und dort schneide ich auch wieder. Ja, ich kann mich halt jetzt entscheiden, was ich aufnehme. Ich darf theoretisch ja schon Happy Wheels aufnehmen mit dem Lua, yes. Naja. Wegen schaut es aus, wenn es die ganze Zeit abbricht. Ja, mein Leben ist fast hier und naja, wenn ich dann so upload technisch, kriege ich halt ein wenig einen Hass auf das Spiel und dann kann man auch die weniger Parts. Und was kriege ich an? Flügelsaphir. Und Level 4, cool. Der Flügelsaphir sorgt für 2% Rabatt beim Kaufen. Und das möge mir doch gefallen. Ja. So ein Skylander habe ich zwar das vor so ein Swap Skylander. Ja. Kann ich nichts dazu sagen, also kürzere Parts, wo unnötige Sachen ausgeschnitten sind. Wenn ich das Ganze dann schaffe, dass ich das Ganze besser aufnehmen kann, dann wird es ja schneller kommen und das Problem, also da, genau das habe ich einmal gesehen, so beim ersten Mal durchspielen habe ich lang gebraucht, bis ich verstanden habe, was man da tun muss, aber ich glaube, ich habe die Mission im Lua jetzt dann gespielt, gedruckt halt, naja, er hat es geschafft. Also mag ich mal wissen, ob er es schafft.
Na, er schafft's auch nicht. Bitte setz das Geile noch. Und das mag ich auszuschneiden, das ganze Blabla. Ja, das mag ich halt auch auszuschneiden, denn das ganze Skylanders wechseln ist doch unnötig. Das verbraucht die Zeit einfach nur. So, und da haben wir dann gleich eine ganz schöne Pech-Situation, denn da ist eine gescheite Truhe, welche nur für Giants gedacht ist. Ich habe geschaut, ich konnte insgesamt 4 Parts aufnehmen, glaube ich. Ja, schöner Partneraufschub auf jeden Fall. Also ich sag's mir so, ich lade das Ganze immer synchron hoch. Die haben ja verschiedene. Ja. Ein Giant aus Series 2. Von dem es ja eine Special Edition gab von dem bekanntesten und ich glaube seltensten Bazaar. Jo. Und boom. Dum bum bum. Was? Was? Nein. Also da kann ich arbeiten. Hauptsache man stirbt nicht. 6 Minuten, das passt da. Ja, wenn der erste bzw. zweite Part. Ja, der erste Part hat 15 Minuten, ich glaube 31 geschafft. Der zweite hat genau 10 Minuten geschafft und der dritte jetzt morgen. Seht mir, ob ich da auch die 10 Minuten schaffe. Dann kann ich nämlich mehr Parts aufnehmen, die ein wenig kleiner sind. Noch 1 GB. Dann hätte ich das auch ganz gut geschafft. So, alle Schatzkisten haben wir. Cool, cool. Seelensteine haben wir ja auch schon alle, habe ich gesehen. Und ein verlorener Gegenstand von Flynn fährt uns noch. Dieses Projekt, wo ich relativ schnell durch mag. Weil die ganzen Stages so lang sind und da mag ich die ganzen unnötigen Sachen ausschneiden. So, und ich habe dann Minuten gebraucht, bis ich dann das so gemacht habe. Bis ich dann aufgegangen bin, aufgegeben habe und dann da verstanden habe. So, und jetzt haben wir alle verlorenen Gegenstände von Flynn. Yay, yay. Den DLC. Der wird dann ja mit Luayas gemacht, er hat damals noch, oh, das dauert jetzt auch wieder lang, da schneide ich auch wieder kurz drüber. Und, bum, 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 bum. So, jetzt sehen wir zum ersten Mal Wash Buckler. Und da ist der Saphir. Und dann 30 Schaden kriegen wir da. Dann sehe ich nicht viel, aber wenn man das Ganze dann ein wenig hochrechnet, könnte da schon eine gescheite Zahl aussehen. So 3, okay, ich verstehe es nicht ganz wieso. Da werde ich, ich werde den Part wahrscheinlich auch wieder mit 10 Minuten schaffen. Oh, da ist der Saphir. Ich glaube, jetzt habe ich alle 3 Saphire. Ich gewinne, yay! Swap Zones Herausforderung habe ich auch jetzt alle geschafft. Glaube. So, was kriege ich gleich? Ah, Bonus-Missionskarte, geil! So, und jetzt schneide ich auch wieder kurz und beende den Part. Bye!